Leute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. So steht's in dem Wochenspruch, liebe Gemeinde, aus dem Hebräerbrief. Wer Ohren hat, der höre. Eine spricht und ein anderer hört zu. Einer streut das Wort und ein anderer nimmt es auf. Oder macht die Ohren zu. Wie die Botschaft des Gegenübers bei uns ankommt, ist nicht nur von der Botschaft abhängig, sondern auch von uns selbst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der wie ein liebevoller Vater oder wie eine liebevolle Mutter zu uns ist, die uns immer wieder aufs Neue vergibt und uns so annimmt, wie wir sind, auch wenn wir nicht auf ihre, seine Worte hören. Im Namen des Sohnes, der zu uns in unserer Sprache spricht und in menschlichen Worten unser Ohr findet. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns immer wieder Kraft, Mut und Freude am Zuhören und Vertrauen schenkt. Amen. Aus Psalm 18. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen die Heiligen bist du heilig und gegen die Treuen bist du treu. Gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Mit meinen Worten kann ich verletzen oder Trost spenden, verwirren oder zur Klarheit helfen, drohen oder Mut machen. Dein Wort, Gott, ist wie ein Licht im Dunkel. Du, Gott, sprichst zu mir in meiner Sprache, in menschlichen Worten findest du mein Ohr. Wenn du mir fremd wirst, dann hilf mir, dich wieder zu verstehen. Wenn ich dich nicht hören kann, hilf mir, dir dennoch zu vertrauen. Schenk mir Worte, die tragen. Amen. Oh.
Der Predigttext steht im Lukasevangelium. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Seemann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen, und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören, und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens, und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Fristlos gekündigt gehört so ein Seemann. Fristlos gekündigt gehört er, weil er sein Saatgut so sinnlos vergeudet. Und sollte es der Chef selber gewesen sein, sollte es der Bauer selber sein, der so urast mit seinem Saatgut, so wird er wohl bald seinen Hof verlieren, wird er wohl bald betteln gehen müssen. Jedenfalls, egal, wie ich diese Geschichte betrachte, der das sieht wie so ein Seemann, ist ganz logisch, der wird bald pleite gehen, der wird bald nicht mehr da sein. Da hat einer vor 2000 Jahren auf einem Dorfplatz, irgendwo im jüdischen Land, sehr vielen Leuten diese Geschichte erzählt, diese verrückte Geschichte erzählt. Leute sind ja damals zusammengelaufen, weil sie wussten, weil sie gehört haben, dass da einer ist, der immer wieder so verrückte Geschichten erzählt, die zum Nachdenken anregen. Immer wieder hat er verrückte Geschichten erzählt. Kreative Geschichten, anregende Geschichten. Geschichten auch, die ganz normale Menschen verstehen, weil sie eben in ihre Lebenswelt gehören, weil sie dazugehören. Wie zum Beispiel die eine verrückte Geschichte, die er erzählt hat, von einem Seemann,
der keine Ahnung hat von der Landwirtschaft und ausging, seinen Samen zu sehen. Von einem Seemann, der glaubt, wenn er mehr aussät, überall hin seinen Samen verstreut, dass er dann vielleicht eine bessere Ernte einfahren könnte. So hat er diese Geschichte erzählt. Und sie waren sich einig damals, nicht nur damals und heute, auch heute, die Hörerinnen und Hörer, dieser Seemann, der so gesät hat wie dieser, der ist einfach ein Trottel. So einen kennen wir nicht, so einer gehört nicht zu uns. Wir kennen viele verrückte Menschen, aber so einen wie diesen, so einen kennen wir nicht. Und nicht einmal die Jünger waren zufrieden mit dieser Geschichte, auch sie haben sie nicht verstanden. Sie haben nach seiner Vorstellung, nach seiner Erzählung, haben sie ihn zur Rede gestellt, haben ihn gefragt, Meister, was heißt denn das, was du gesagt hast? Was wolltest du damit sagen? Und sie haben eine Antwort gekriegt, relativ langweilig die Antwort. Die Antwort kennen wir alle, haben wir gerade gehört. Ich habe sie schon in der Volksschule gehört, so wie viele von uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Mich hat schon damals diese Geschichte auch gestört. Die Antwort war mir außerdem etwas zu moralistisch. Du bist der Boden, hat die Antwort gelautet. Du bist der Boden, auf den dieser Same ausgesät wird. In deinen Gedanken, in deinem Herzen will dieser Same Fuß fassen, will dieser Same keimen und gedeihen. Er zielt auf dein Herz und deinen Sinn. Du bist gemeint, habe ich es gehört. Also gib Acht, habe ich gehört, dass du nicht zu denen gehörst, die damit schlechten Boden gemeint sind, den Weg oder die Steine oder das mit den Dornen. So haben sie eine Antwort gekriegt und die Antwort war keine gute. Sogar auf dem Weg könnte ein Same gedeihen, hat es geheißen. Und der Teufel nimmt dann das Wort weg von diesem Weg. Na ja, haben wir Kinder gewusst. Warum erzählt er uns so einen Unsinn, dieser Lehrer? Na ja, den Weg haben sie ja gemacht, dass der Teufel und anderes Gesindel und die anständigen Leute nicht den Acker betreten, nicht das Getreide dort am Acker zerstören. So hat der Weg seinen Sinn. Also, warum sieht dieser Idiot dort? So haben wir damals in der Volksschule schon diskutiert. Wozu sieht dieser Vollidiot dort, wo der Weg ist? Und wenn er auf die Steine sieht, dann ist er selber schuld. Die könnte er ja vorher wegräumen. Und wenn er unter die Dornen sieht, ist ja genau das Gleiche. Da kann er ja vorher mit dem Pflug durchfahren, kann Mist hineinstreuen, kann nötiges Gift auch verwenden, wenn es nützt. Aber ein anständiger Bauer sollte ja kein Gift verwenden, haben wir Kinder gedacht, weil wir haben gern Sauerampfer und anderes gegessen in unseren Feldern. Und außerdem haben uns allen damals schon wie heute bunte Wiesen viel besser gefallen als so ein langweiliges Kornfeld. Ein langweiliges Kornfeld, wo wohl viel Getreide sind, aber heute haben sie ja schon die Kornblumen und anderes sogenanntes Unkraut fast ausgestorben gemacht, haben es wegvergiftet, sodass nur mehr die Eintönigkeit geblieben ist. So eine bunte Welt dagegen ist ja viel schöner als ein eintöniges Kornfeld. Und ein Seemann ging aus, hat Jesus erzählt. Ein Seemann ging aus, seinen Samen zu sehen. So hat er seinen Zuhörern erzählt. Und eigentlich, nach einigen Nachdenken, haben sie vielleicht doch verstanden, was er gemeint hat. Ich bin dieser Seemann, hat Jesus gemeint. Ich bin so blöd, dass ich meinen Samen, dem das Wort Gottes, überall hinstreue.
Ich bin dieser Seemann, der jedem das Wort Gottes erzählen will, euch allen, nicht nur einer kleinen Elite, nicht nur einer auserwählten kleinen Schar. Ich bin einer, der es überall hinsieht, nicht nur zu denen, von denen gesagt wird, sie wären ein guter Boden, sie wären gutes Land. Egal, was die anderen sagen über euch, ihr seid ein guter Boden, ihr seid es wert, den Samen zu empfangen, der ausgestreut wird. Ihr seid das Land, wo der Same aufgehen kann. Und sind sie dagestanden auf dem Dorfplatz, die Alten, die Jungen, Frauen, Männer, Kinder, Arme und Reiche und die Leute in der Mitte, die überall irgendwie dazugehören, die Gescheiten und die Blöden. Und sie haben alle am Ende verstanden, egal was die Leute sagen, ob wir guter oder schlechter Boden sind, egal wo ich stehe, Gottes Wort ist für mich da und ich darf es empfangen und ich habe die Chance, dass es irgendwann aufgehen wird. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Guter Gott, und wer dich hört, sieht die Welt mit neuen Augen. Du sprichst, treuer Gott, und wer auf dich hört, findet neue Wege. Du sprichst, barmherziger Gott, und Hartherzige werden milde. Wir bitten dich, sprich zu denen, die Macht haben, zu denen, die die politische Verantwortung tragen, zu denen, die mit ihren Worten Herzen öffnen oder verschließen, zu denen, die über andere urteilen. Rühre ihre Herzen an. Wir bitten dich, sprich zu den Müden und Erschöpften, zu denen, die ihren Job verloren haben und nicht wissen, was die Zukunft bringt, zu denen, die für andere ihre Kräfte einsetzen, zu denen, die am Sinn ihres Tuns zweifeln. Rühre ihre Herzen an und gib ihnen neuen Mut, neue Kraft, neue Liebe. Wir bitten dich, sprich zu den Gedemütigten und Leidenden, zu denen, die krank sind. Befreie sie von ihren Schmerzen, ihrer Verzweiflung und ihrem Hunger. Sprich du, gerechter Gott, und schicke ihnen Hilfe. Wir bitten dich, sprich zu deiner Kirche, zu denen, die am Alten festhalten, zu denen, die dich aus den Augen verloren haben, zu denen, die voller Sehnsucht nach dir suchen. Du sprichst, ewiger Gott, und wer dich hört, sieht die Welt mit neuen Augen. Sprich zu uns, rühre unsere Herzen an. Sprich zu uns und zu allen, die uns auf dem Herzen liegen. Dir vertrauen wir uns und alle, die zu uns gehören, an. Mit den Worten deines Sohnes beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.